So, und willkommen wieder mal zu Let's Play The Hunter, ja heute in dem neuen Revier. Und ja, was soll es heute werden mit der Flinte? Man kann es ja ahnen, wir wollen auf Entenjagd gehen, aber nicht auf irgendeine Entenjagd, sondern auf die Entenjagd, ne? Wo wir quasi ohne Lockhilfsmittel arbeiten und versuchen so Enten zu erlegen bzw. zu bejagen. Ja, der große Trick dabei ist, man muss gut pirschen können und man sollte den richtigen Spawnpoint wählen. Und zwar in der unteren Lodge, die wir unten sehen, und wir werden uns hier nach unten bewegen und dann nach oben ziehen. Tja, was gibt's noch zu sagen? Die Wahl der Flinte sollte natürlich auch getan werden. Ich habe mich diesmal für die F3 entschieden. Ich habe die halbautomatische Schrotflinte noch dabei, aber mit der F3 kann man halt weitere Distanzen schießen. Und die Schrotkugeln haben eine Durchschlagskraft, weil das Anpirschen, wenn er endet, ist relativ zeitaufwendig. Muss da gewisse Sachen beachten und ja. Und deswegen sollte man sie auch treffen. Deswegen die F3 mal mit. Und ja, derweil habe ich in der Hand noch ein neues Feature für euch, was ich mir in der Aufnahme mit einbinden werde, um sie noch professioneller und besser zu machen. Ich werde jetzt mal versuchen, in dem ersten Schuss, den ich mache, egal auf welches Bild, wir werden uns ja nicht spezialisieren auf die Enten, wenn ich einen Call habe, werde ich einschalten und sagen, wie wir verfahren werden. Und ja. Wow. Vorher mit denen die nächste Zeit schlimm. Boah. Ich gucke kurz auf den Boden, das hilft dann meistens wieder, die auszubügeln. Tja, wo waren wir? Im Enten, ja. Und ja, wie man ohne Hilfsmittel halt Enten jagen kann. Man braucht eigentlich, was man braucht, ist eigentlich nur eins, und das ist eine Waffe, die da drauf zugelassen ist, nämlich die hier, eine Flinte, wenn es geht, ein Vogelschrot. Und ja, und eine Ente, die man schießen kann. Aber das ist wirklich sehr, sehr schwer, das zu schaffen. Da muss man sehr gut pirschen können, und vor allem, wie man pirscht, das hat auch einen erheblichen Anteil daran, ob man die Ente doch bekommt oder nicht, weil wir müssen mindestens noch 40 Meter ran. Und ja, das ist nicht allzu leicht. Und ich hätte gesagt, ne, wenn ich mal was habe oder haben sollte, schalte ich ein. Bis gleich. So, wieder zurück. Zwar keine Ente, aber hier mal ein Schwarzbär. Tja, ich habe gerade eine Aufnahme gemacht, dass mir die Ente entwischt, leider beim Pirschen. Und jetzt werde ich meine neue Aufnahmetechnik, bzw. ein neues Bildbearbeitungsprogramm mit einbeziehen. Und zwar, ich werde den Bären näher ranholen, damit ihr seht, wo der Schuss genau hingeht. Also als erstes den normalen, dann den Zeitlupenschuss, und in dem Zeitlupenschuss versuche ich den mal noch näher ranzusehen als den, als ihr ihn jetzt schon seht. So, da habt ihr es, bitteschön. Natürlich müsste ich dafür ihn sehen. Ah, im Schilf drinnen. Das kann ich nicht so leiden gern. Aber müssen wir uns jetzt in der Situation halt engagieren. So, da ist, wo ist er denn hin? Bär. Mich gerade verarschen. Also da hinten schon was. Ja, wo ist sie denn? Hallo, Bär? Ach, da hinten? Ja, Bär. Beste. Dann steht er. Doch, noch steht er da jetzt. Ah! Nur ein Arsch, ey, das ist doch zum Quäken. Ja, ich komme nicht hinters Blatt. Wenn wir mal ranholen, finde ich persönlich besser, weil ihr dann einen besseren Einblick habt. Wagst du jetzt einen Schritt vorzumachen, wäre ich so willst. Jetzt versuche ich es mal. Ja, Palme, geh mal weg. Wache ich ja wieder mal Arsch, ey. Meine Güte.
Sag mal. Boah, der Schuss war aber richtig übel. Warum wackelt die denn so, meine Güte? Tja, so leicht kann es gehen. Ich renne noch kurz hin. Körperschuss nach hinten ab. Eingemagen, denke ich. Eingeweide oder Körper. Deshalb immer alles suboptimal, weil mit dieser dichten Vegetation kann man nicht so wirklich einen sicheren Schuss antragen, wenn der Waffe immer noch nicht so allzu hoch hat. Doch, das versteht noch ein Bär. Bär. Naja, egal. Tjo. Ja, wo ist er denn? Fährte, hallo, Fährte. Oh Mann, ey. Da ist er. Körper. Gut, ich hätte gesagt, ich schalte ein, wenn ich ihn habe. Bis gleich. So, wieder zurück. Den Bären haben wir jetzt doch endlich vor wieder. Es hat aber auch gerade ein Schwein gecallt. Jetzt bin ich so am Überlegen, was ich denn tue, aber ich werde den Bär schießen. Ja, den Kopf hänge erst weiblich. Hätte ich einen Bogen, würde ich es damit probieren, aber da ich keinen Bogen dabei habe. Wieder mal. Ich dussel, vielleicht legt er sich auch ins Wundbett. Ich warte jetzt eigentlich nur noch darauf, dass er breit dreht. Nüchtern getrost schießen kann, weil die meisten denken, sie müssen, die werden sofort einen Fangschuss antragen. Aber das ist falsch. Er dreht meist auf einem anderen Ufer da nochmal. Wer wie jetzt, und jetzt kann ich euch super ranholen nochmal. Ja, der war schusshart, möchte ich meinen. Erst der zweite ist eine Lunge. Wahrscheinlich linke Lunge und dann der dritte Schuss. Mal gucken, ob er noch gezählt hat. Wenn, dann ging er auch so in den Bereich tödlich auf jeden Fall. Körper, Schulterblatt, okay. Rechtes Vorderbein, Magen eingeweiht, okay. Schulterblatt aber auf dem Blatt auf jeden Fall. Angetragen, Schuss 100, Abschuss mit der 308er Pistole. Quatsch. Anschütz meine ich. Tja. Und ich hätte gesagt, ich schalte ein, wenn ich wieder was hab. Bis gleich. So, wieder zurück zum relativ schnell reagieren, bevor er über die Schneise ist. Da keiner da hinten. Tja. Da war ich doch wieder schon zu spät, ne? Ist gerade ein Schwein lang gezogen. Was ich euch super ran hätte holen können mit der neuen Technik, die ich da entwickelt habe. Sehe ich es aber auch nicht mehr. Na, wo bist du denn? Dann höre ich die Enten im Hintergrund. Da. Komm zu Papa. Jetzt zieht noch mal lang. Na. Ach. Aber tödlich, hoffe ich jetzt mal.
Gehe ich von aus, ja. Lungenschuss. Das wäre jetzt wieder richtig genial. Der Schuss zum Beispiel. Was ist noch nicht hoch mit der 300er hätte er gelegen. Die 308er finde ich jetzt persönlich nicht so genial. Weil man halt das Geschoss relativ langsam ist. Aber ne, was willst du machen? Aus was geht mir auf den Sack, das. Oh. Ja, unser Freund ist tot. Ja. Bei Schweinen bin ich aber sehr vorsichtig jetzt mittlerweile, weil die immer aggressiver werden. Beziehungsweise aggressiv sind. Der wäre aber, glaube ich, auch mal zu uns gekommen, ne? Und hätte uns besucht hier vorne. Falls wir einen schlecht getroffen hätten. Das weiß man aber vorher ja nie, wo er lang kommt. Wenn er denn lang kommt. Auf jeden Fall liegt er da. Der Eber. Ist ja kein Keiler in dem Sinne. Ist ja ein verwildetes Hausschwein und daher ist es ja ein Eber. Also gucken wir mal, ob meine Vermutung richtig lag. Machen wir erst, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall mal schauen, ob man hier ein. Besser. Besser kann der Schuss gar nicht sitzen. Na gut, er könnte noch etwas weiter in dem Platz sitzen, aber da muss er hin. Waffen her. Naja. Leber, okay. 181 Meter, 702. Also, da muss er. Es geht hin. Das sieht ja auch als tödlicher Schuss auf jeden Fall. Das ist ein echt wahrscheinlich nicht so wert. Hätten wir jetzt eine schöne Nachsuche gehabt. Aber naja. Das Spiel ist halt in manchen Situationen relativ unrealistisch. Na gut. Und jetzt sagt, ich schalte ein, wenn ich was habe. Bis gleich. So, wieder zurück. Tja, viele Schweine um uns rum. Da ist eins. Ich glaube, kommt da noch eins auch? Ne, links war ihm noch eins. Zwei Keile haben gecallt. Einen sehe ich jetzt schon. Der, nämlich den da. Ist rechts von uns eine Barre, die ist relativ weit weg noch. Deswegen will ich da mal noch kurz warten. Habe aber schon die Aufnahme begonnen. Falls jetzt einer meint hier. Da kommt er. Ach du Kacke, noch mehr Schweine. Mal schauen. Mhm, okay. Kein schlechter. Jetzt kann ich gleich mal das flüchtige Schießen noch demonstrieren. Bin relativ weit weggecrouched. Der steht da noch. Ich will noch kurz warten, es stehen da noch Krieg. Flüchtend natürlich, versteht sich. Ja, wenn du jetzt stehen bleibst, das wäre so genial. Der hat ungefähr, ich schätze mal, auf 800, 900. Noch ganz kurz warten. Okay, jetzt können wir, ne? Jo. Ich krieg mir auch 3. Aber mal schauen. Ist mir noch nicht ganz koscher so. Ist es, wenn ich nochmal Gesicht kriege und sehe die Umrisse, dann würde ich es mir zutrauen. Na komm. Jetzt sind wir ein bisschen spät. Ja. Jetzt bleib stehen und du kriegst eine. Vorm Wasser bleiben die meisten aber stehen. Darauf warte ich eigentlich sehnsüchtig. Der andere Keiler, egal. Mann! Jetzt habe ich geträumt. Ach, Kacke. Ach, Mann, nee, ich dachte, es wäre der Keiler gewesen. Hab's dann, wollte dann schießen, hab jetzt nochmal anders überlegt und dann war es zu spät. Ah, fuck. Ah, Mann, ey, das ärgert mich aber gerade. Mann. Wäre mehr drin gewesen. Schade.
120. Oh, noch ein bisschen besser. Recht die Lunge, Leber. Sauber. Irgendeine Tiefplatte soll es sein. Mann, schade, schade. Naja, aber es sollte keine lange Folge werden. Enten hat leider nicht funktioniert. Tja, so ist die Jagd, ne? Das ist Jagd sozusagen. Und ich hätte gesagt, ich glaube noch ein bisschen hier auf Jagd. Und gucken, wie haben wir es denn gespielt? Und ich hätte gesagt, ihr schaltet dann hoffentlich beim nächsten Part dann wieder ein. Wenn es wieder heißt Let's Play der Hunter oder Let's Play DayZ oder dergleichen, ne? In diesem Sinne sage ich Tschüss von meiner Seite. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss.